Ladies and Gentlemen, ich habe hier eine Platte, die ich Ihnen vorstellen möchte. Die Band heißt Rubesh Hughes. Hier das Cover. Und ich kaufte sie Ende der 90er Jahre von einem Mitglied dieser jungen Männer. Rubesh Hughes, Hamburger Punk. Der Musiker hieß Kai Damkowski. Der gab eine Zeitschrift heraus, den Klausner, die mir ganz gut gefiel. Ziemlich frech, ziemlich aufmüpfig, so undergroundmäßig. Ich machte mit dem Kai Damkowski mal eine Lesung in Wilhelmsburg. Da gibt es sogar eine Aufzeichnung von. Und die Platte ist interessant, ziemlich heftiger Kram. Es gibt so eine Art Fanzine, wo Kai Damkowski auch was über sich und die Band schreibt und Auftritte. Also ganz lebendig, ganz quer gegen den Strich gebürstet. Also viel Spaß beim Hören und ich werde zwischendurch, während die Platte läuft, ein paar Informationen hier aus diesem Infoblatt einspielen.
everywhere, and not a drop to drink. The story. What is the story? Eine meiner Lieblingsstellen. Mir gefällt diese Mischung aus Hörspiel, Krach und dieses Schreibmaschinen-Solo 1A. Ich gestehe, dass ich die Platte in 15 Jahren, 16, 17 Jahren nur dreimal gehört habe. Mir ist noch nicht ganz klar, was die Vorder- und Rückseite ist, aufgrund der dort angegebenen Titel. Ich vermute mal, also Kaspers Seite heißt eine und die andere heißt Carmens Seite. Carmers Seite. Das Stück 1 Lied, dann Schatten, Kai Rucksack. Carmers Seite, Bella Lou Barlow. Ich finde ganz gut Gabriele Triumph. Jungs, hier kommt der Rand an Plan. Gabriele Triumph. Ich glaube eben, dass Schreibmaschinen-Solo war Gabriele Triumph. Also schon ziemlich heftiger Stoff. Mach mal weiter hier. Thank you.
4. Als ob sie ihr Ehe frei an die Luft gesetzt hätte. Wie wär's, wenn Sie mir davon erzählen? Da gibt's nichts mehr zu erzählen. Nichts mehr zu sagen. Ich hab die ganze Nacht mit den Füßen, mit dem Kopf gegen seine Tür gedonnert. Da? Er wollte mich nicht aufmachen. Hat mir gesagt, ich soll abhauen, aber nicht nur das. Er hat gesagt, du bist alt, du stinkst. Er hat sogar gesagt, du bist hässlich. Das stimmt. Sie sind außergewöhnlich hässlich. Sie sind widerlich. Was? Sie sind Abfall, weil Sie uns einfach untergehen lassen. Meinen Sie das ernst? Sie könnten uns verkaufen, wir sind gut. Das Publikum schreit nach uns, Sie könnten einen Käufer finden. Ich nehme an, Sie verstehen nicht sehr viel von Finanzen. Ihr Sohn sieht für mich wie ein Mädchen aus. Sie sollten wieder heiraten, bevor er schwul wird. Was fällt Ihnen ein? Was fällt Ihnen ein? Zu viel im Gang hat, kann man nicht mehr reagieren. Was reden Sie denn da für ein Quatsch? Ich habe im Saufen aufgehört. Ach ja, na ja, wohin?
Das Ding ist ein Sammlerstück. Vielleicht wird das mal wertvoll. Also, keine Ahnung. Die Band gibt schon lange nicht mehr. Und der Kai Damkowski? Was macht er heute? Ich habe gehört, gerüchteweise, der wäre in einem Pflegeheim, weil er besoffen einen Unfall gebaut hat. Also ist nicht mehr aus dem Koma aufgewacht. Ich weiß nicht, was daran ist. Ich nehme an, es stimmt. Eine traurige Geschichte. Ich hätte damals gerne mit ihm noch mehr Auftritte gemacht, aber er wollte nicht. Alter Knacker. Er sah mir in einen alten Knacker, was ich auch vergleichsweise war. Heute bin ich noch älter. Spannende Sache, so ein Stück. Kult. Rubesch Jus.